Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich bin eine Legende. Und nein, das meine ich ehrlich gesagt nicht nur, weil ich ein arroganter Sack bin. Ich bin das Omega, wobei gut, im Original heißt Alpha und Omega. In Wien sagen wir Arsch und Friedrich. Also bin ich in dem Fall dann offensichtlich Friedrich Zockberger. Nein, ich bin vielleicht nicht direkt die Legende. Vincent Price ist eine Legende. Und da muss ich aber tatsächlich sagen, auf das können wir uns wahrscheinlich auch einigen. Das ist übrigens eine wahnsinnig interessante Verfilmung von einer Vampirgeschichte, die dann im weiteren Verlauf der Filmgeschichte noch mehrfach verfilmt wurde. Unter dem Titel Soy Legenda, was offensichtlich so viel heißt wie das Soja auch zu den Legenden zählt, gab es einen spanischen Kurzfilm 1967, dann kam natürlich 1971 Ich bin der Omega-Mann mit Charlton Heston in der Hauptrolle, genauso wie dann im Jahr 2007 I Am Legend mit Will Smith, beziehungsweise, wer kann es vergessen, I Am Omega mit Mark Dacascos aus demselben Jahr, die Griff First, The Asylum-Version. Nein, wir sprechen hier natürlich über das Meisterwerk der Filmgeschichte, auch einer der Filme, der in Amerika zur Public Domain zählt und demnach dort natürlich alleine einmal in 20.000 verschiedenen DVD-Veröffentlichungen erschienen ist, aber auch bei uns über Labels wie Sunfilm, Savoyfilm und so weiter und so fort in tausenden DVD-Editionen erschienen ist, unter anderem mit Titeln wie The Last Man on Earth, hat sogar Ostalgica den Film als Bonusdisc von Horla beziehungsweise als Teil der Vincent Price Box bereits mit veröffentlicht. Aber irgendwann einmal, nachdem übrigens auch schon über Savoy-Film und Intergroove eine ganz alte Blu-ray veröffentlicht wurde und im Jahr 2017 Ostalgica selbst bereits eine 3-Disc-Edition von dem Film im Mediabook veröffentlicht hat, gab es dann eine Neuauflage als Nummer 23 der Classic Killer Chiller Collection. Diese ist dann limitiert auf 750 Stück, wobei diese, wie bei der Reihe gewohnt, nicht individuell durchnummeriert ist. Das ist allerdings etwas, das ich persönlich bei einer laufenden Reihe dann doch etwas schade finde, wenn man zwar natürlich auf der einen Seite schon absolut viele Filme absolut großartig neu synchronisiert hat, aber dann irgendwie die Reihe ein bisschen mit Repacks und Re-Releases aufweicht. So eben auch bei Ich bin Legende. Da können wir einmal einen kurzen Blick auf den Inhalt von dieser Box werfen. Da ist nämlich auf der einen Seite neben der Schwarz-Weiß-Fassung auch die Farbfassung weltweit das allererste Mal in High Definition zu finden. Wir bekommen hier dann auch wieder wie gewohnt von der Reihe etwas Spotlight-Einsatz auf dem Backcover. Aber ansonsten ist dann hier noch von einem Interview mit einem Synchronsprecher, einem Audiokommentar und der alternativen italienischen Schnittfassung zu lesen. Das bedeutet, wenn wir jetzt nämlich einmal das Keepcase aus der Hülle nehmen, dass es sich bei diesem Release nur mehr um einen Single-Disc-Release handelt, wohingegen eben das Mediabook ein 3-Disc-Release war. Da war nämlich auf der einen Seite dann noch eine zweite Bonus-DVD mit dabei, wo allerdings nur ein paar Kleinigkeiten wie Ostalgica und Vincent Price Trailer-Show dabei war, das alternative Ende der amerikanischen Fassung, beziehungsweise der Bonusfilm Night of the Living Dead. Und auf der dritten Disc, was ich allerdings ganz besonders interessant finde, war als Audio-CD der komplette Soundtrack von dem Film mit dabei. Dazu auf 28 Tracks eben den Original-Soundtrack von Paul Sawtell und Bert Schaefter und beim Track 29 noch das Musikstück vom neuen Ostalgica-Trailer. Dabei hat Ostalgica übrigens für diesen Film damals eine komplett neue Synchronfassung und eine komplett neue Übersetzung angefertigt, wobei die alte deutsche Tonspur dann noch dazu als Retro-Mix mit dabei ist und damit klingt wie eben eine alte Synchronfassung. Das ist alles wirklich, wirklich cool, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass wir jetzt hier in der eigentlich renommierten Classic Chiller Collection, die ja mittlerweile, kann man fast sagen, das Aushängeschild von Ostalgica ist, wir jetzt in diesem Fall eine abgespeckte Neuauflage bekommen. Ja, die Bonus-DVD ist mehr oder weniger verzichtbar mit Night of the Living Dead, what the hell. Aber zumindest die Soundtrack-CD wäre doch cool gewesen. Irgendwie ist diese Reihe
jahrelang gesegnet worden mit großartigen Erstveröffentlichungen, nur um dann mehr oder weniger eine downgegradete Neuauflage zu hosten. Das ist, finde ich, unter ihrer Würde. Dabei bekommen wir allerdings auch noch ein alternatives Wendecover-Motiv, natürlich wie ebenfalls gewohnt. Das ist das alte amerikanische Plakatmotiv zu dem Film, wobei in diesem Fall interessanterweise, nachdem ja eben auch die Farbfassung mit dabei ist, hier in Farbe, genauso übrigens wie auf dem Frontcover Artwork des alten Mediabooks ausgestattet, alternativ eben noch einmal dasselbe Motiv, das wir sonst auch außen vorgefunden haben. Und es gibt natürlich auch bei diesem Release wieder ein Booklet mit dabei. Nachdem mir das Mediabook von diesem Release nicht vorliegt, kann ich nicht sagen, ob das dasselbe Booklet ist, das eben auch schon im Mediabook mit dabei war. Falls jemand auf dieses zugreifen kann, wäre es interessant, in den Kommentaren bitte eine kurze Bestätigung bzw. Dementi zu liefern. Hier im Fall mit ein paar Bildausschnitten aus dem Film, allerdings auch hier wieder relativ groß und damit durchaus billig wirkenden Text beziehungsweise noch ein paar anderen Bildausschnitten aus dem Film. Also das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Wäre das Mediabook eben mittlerweile ausverkauft und Ostalgiker hätte den Film deswegen eben in gleichwertiger Edition in diese Reihe noch mit hineingenommen. Ja, hätte ich es verstanden. Das Mediabook ist übrigens ausverkauft. Aber eine abgespeckte Neuauflage, nachdem der Titel ausverkauft ist, verstehe ich auch sehr gut, aber dann doch bitte nicht im Rahmen einer Reihe, die sich ansonsten durch absolut großartige und liebevoll gemachte Erstveröffentlichungen auszeichnet.